Für unseren letzten Vortrag darf ich jetzt den Simone Angelucci ganz, ganz herzlich begrüßen. Er ist Leiter des Wildlife Research Centers im Majella Nationalpark in den Abruzzen, in Italien. Wir werden also jetzt das, was vorher angesprochen wurde, nochmal von den Erfahrungen in anderen Ländern jetzt hören. Und er hat 20 Jahre Erfahrung zur Interaktion zwischen Wolf und Bär und Nutztieren und Wildtieren in einer Kulturlandschaft. Und sein Vortrag wird sein: Rinder und Pferde im Wolfsgebiet, Anpassung der Herden. Simone Angelucci, herzlich willkommen und wir freuen uns auf deinen Vortrag. Cercherò di illustrarvi un po' la nostra situazione. Ich werde versuchen, Ihnen unsere Situation zu beschreiben und zu zeigen, und damit Sie ein paar nützliche Informationen erhalten. Auch ich habe begonnen, mit den Wölfen zu arbeiten und arbeite jetzt mit Schafen, mit Rindern und Pferden, und durch die Mikroskopie das zu erkennen, also was passiert, also bei den Begegnungen, Rissen und Übergriffen zwischen Beutegreifern und Schafen. Schon seit 20 Jahren mache ich das. Ich habe also 20-jährige Erfahrung und ich hoffe, die kann nützlich sein. Zusammen mit den Biologen im Nationalpark Majella, 750 Quadratkilometer der Nationalpark, also im Zentralapennin, also in Mittelitalien, und auch Forschung zum Thema Wolf, also ganz besonders, was die Beuteökologie betrifft. Also wann ernähren sich unsere Wölfe neben den Haustieren und den Nutztieren? Also das, was im Apennin erfolgt ist und im Großteil im Mittelmeer Europa in den letzten 70 Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, ist, dass es eine starke Entvölkerung gegeben hat, also der kleinen Bergdörfer und Zentren, also ein Auflassen der Dörfer und des Territoriums und der Landschaft, also die bisher bebaut war, also und landwirtschaftlich genutzt war, bis 1200-1300 Meter, und dann durch die Auswanderung, also nach dem Zweiten Weltkrieg, einfach brachliegend, also Refugium natürlich, also und Nahrungssuchgebiete für die Ungulaten, ganz besonders Wildschweine, Hirsch und Reh, also die wichtigsten Beutetiere der Wölfe. Wölfe im Zentralapennin waren nie verschwunden, aber sie ernähren sich heute vorwiegend mit Wildtieren in der Vergangenheit. Also wenn Sie sich die Studien ansehen und Forschungsarbeiten vor 40 Jahren, 1980, 1975, also vor 60 Jahren, unsere Wölfe ernährten sich ganz besonders von Tierkadavern und von menschlichen Resten. Was bedeutet das eigentlich? Also es hat eine starke Variation der Ökologie gegeben, der Wölfe. Die Wölfe sind immer dieselben, denn hier hat die gesamte Expansion erfolgt, also der Wölfe im Apennin und auch dann in den Westalpen. Aber der Wolf war ein super Beutegreifer, sehr anpassungsfähig, und im Laufe dieser Jahrzehnte hat er seine Nahrungsgewohnheiten geändert. Warum? Wir bereits am Anfang unserer Tätigkeit, unserer Forschung, was die Beutetiere betrifft, also die hatten wir gesehen vor 20 Jahren, dass der Wolf also sehr wenig Bezug auf die Nutztiere machte hier in diesem Kontext. Also wir hatten folgende Schätzungen gemacht, also die Risse an Nutztieren reichten nicht aus für die Wölfe, die Anzahl der Wölfe, die wir gezählt hatten. Und 2006 machen wir die ersten
Analysen unser Wolfsrudel und verstehen dabei, dass der Großteil der Rudel sich ernährt durch Wildschweine, Rehe und Hirsche, also mit Variationen, also die auch natürlich abweichen von Rudel zu Rudel. Also einige Rudel sind spezialisiert auf Wildschweine, andere mehr auf Hirsche, wieder andere auf Gämsen sogar, denn der Wolf ist sehr, sehr anpassungsfähig und das haben wir immer schon berücksichtigt. Also wenn wir von den Rissen und Übergriffen sprechen an Rindern und Pferden, denn wir müssen berücksichtigen, dass der Wolf seine beste Beute auszuwählen in der Lage ist, und zwar die einfachste Beute. Also maximale Ergebnis mit der minimalen Anstrengung und Kraftaufwendung. Und darauf basiert auch die Prävention dann. Sie sind so anpassungsfähig, also die Wölfe haben die Fähigkeit, auch als wenn es ganz normale Wölfe sind, also unter dem Verhaltensprofil, sie haben die Fähigkeit, also auch heute sich anzupassen, was ihre Nahrungsgewohnheiten betrifft. Zum Beispiel Abfälle und von Essensresten von Menschen. Also, und das müssen nicht unbedingt Problemwölfe sein. Also, als wir mehr als 20 Halsbänder den Wölfen verabreicht haben, haben wir besser verstanden, also wie die Jagdgebiete aufgeteilt sind. Also in diesem Fall sieht man zum Beispiel, dass sie ganz besonders Wildschweine reißen in diesen Gebieten, oder aber in diesem anderen Fall sehen sie drei Wolfsrudel, also mit einer Gruppe von Hirschen, also Gelbhier, die eine besondere Beutestrategie hat oder Fluchtstrategie hat, also zwischen den beiden Wolfsrudeln. Und die Huftiere passen sich auch an die Fluchtstrategien. Warum zeige ich Ihnen diese Bilder? Denn wenn wir von den Rindern und von den Pferden sprechen, dann müssen wir natürlich berücksichtigen, dass sie ihre Anpassungsstrategie gegen die Wölfe verloren haben. Und wir als Züchter also können einige Strategien wieder einführen, einige Möglichkeiten mehr, weniger Übergriffe von den Wölfen und Risse von den Wölfen zu erfahren. Als Beispiel zeige ich Ihnen also die gleichzeitige Anwesenheit in unserem Park von Herden mit Wolfsrudeln, also die sehr nahe sind. Die Herden sind im Territorium der Wolfsrudel und manchmal sehr, aber oft sehr, sehr nahe den Treffpunkten der Wölfe, also wo sie ihre Welpen aufziehen. Trotzdem haben viele unserer Schafhalter haben wir überhaupt keine Risse oder Übergriffe festgestellt. Also denn die Wölfe wissen sehr wohl, also was sie im eigenen Territorium also vorkommt, und sie suchen sich dann die leichteste Beute aus. Das Schaf ist eine einfache Beute, aber wenn wir dort die Präsenz des Hirten haben, die Präsenz also der Pferche und der Herdenschutzhunde, dann wählt der Wolf aus, also dieses Tier nicht zu reißen, weil das viel gefährlicher und komplizierter ist als andere Wildtiere zu reißen. Hier auf dieser Folie sehen Sie, dass das Weidegebiet auf grün, also und Sie sehen diesen gelben Punkt auch, also das ist der Raum der Schafe. Also diese Wölfin hält sich dort nie aus, also das sind die GPS-Punkte. Also die violetten sind die GPS-Punkte, also dieser Wölfin. Sie sehen also nie im Weidebereich, also des Hirten, und dieser
Diese Herde wurde nie gerissen und hat überhaupt keinen Übergriff erfahren, obwohl sie der so nahe ist, also der Gebiet der Wölfin mit ihren Wölfen. Also das Rudel weiß sehr wohl, dass es sich hier nicht lohnt, also zu reisen bzw. Übergriffe zu veranstalten. Das ist eine andere Situation hingegen. Also hier diese Herde hatte keine ausreichende Anzahl an Herdenschutzhunden und die GBS-Punkte, also dieses Wolfs, also Orange, also er hält sich hier im Herdenbereich auf und in diesem Fall hatten wir Übergriffe bzw. Risse ständig, denn der Wolf also wusste sehr wohl, also, dass es sich hier lohnte, also hier zu reisen, hier zu deine Übergriffe zu gestalten. Also das haben wir im Laufe der Jahre mit einer Standardverfahren abgewickelt, um zu sehen, also welche Variablen hier die Übergriffe und die Risse also bei Nutztieren beeinflussen. Wir gehen aus. Wir haben gehört, also dass Sie sich häufig fragen, also hat es einen Übergriff oder einen Riss gegeben oder nicht? Also unser Ausgangspunkt, also die Erfassung also der Risse, das sind die Läsionen, also die wir feststellen bei Tieren, bei denen wir mikroskopisch untersuchen. Und das dient natürlich auch, die Dynamik also zu erkennen, also die Verletzbarkeiten in diesem Gebiet. Das sind unsere Zahlen der letzten 5 Jahre. Wir haben in unserem Park 18.000 Schafe und Ziegen, 2.000 Rinder etwa und 1.000 Pferde ungefähr in unserem Nationalparkgebiet. Insgesamt also das sind Daten der letzten 5 Jahre, dass nur 0,8% der Tierpopulation in den letzten 5 Jahren gerissen wurde, also von den Wölfen. Was das Wirtschaftlichkeit betrifft, das sind keine Riesenverluste. Was die Rinder und die Pferde betrifft, in 5 Jahren, also 0,7% und nur 0,59%. Also wahrscheinlich sind Pferde etwas weniger berechnet, denn manchmal sind die Kadaver nicht auffindbar und deshalb könnte das unterschätzt sein. Also die sind wichtig. Also in emotionaler Hinsicht, also wir sind immer aufmerksam, also was die Entschädigungen betrifft, aber auch gemeinsam mit ihnen die besten Lösungen eben zu gestalten, die nicht immer anwendbar sind. Also wir haben auch eine Studie der bestimmten Rudel, also mit Besenderte. Und wir haben gesehen, dass Rudel etwas mehr nutzt ihre Reisen und andere hingegen überhaupt nicht. Also weil es für sie einfacher ist, sich von Hirschen und Wildschweinen zu ernähren, anstatt also der Gefahr einer gut beschützten Herde in die Augen zu sehen. Also ein guter Schutz, also durch den Hirten oder durch die Herdenschutzhunde. Sie wissen die Art der Läsionen, also der Verletzungen, das sind Verletzungen, also die wir vor 20 Jahren untersucht haben, und zwar sehr, sehr effektiv. Also bei einem kleinen Beutetier wie das Schaf, da hat die Evolution dazu geführt, also dass der Wolf versteht, also wo der Angriff am effektivsten ist und die Stimulationen also an diesen Beutetieren ermöglichen es dem Wolf, also ganz einfach, also viele Tiere zu reißen, wenn diese nicht entsprechend geschützt sind. Also warum sage ich das? Diese Läsion am Hals erfolgt auch bei Rindern und bei Pferden.
obwohl sie unterschiedlich groß sind und unterschiedliche Dimensionen haben. Das ist wichtig, also zu verstehen, also wie der Wolf also immer in der Lage ist, die besten Lösungen auszuwählen. Insbesondere also diese Fähigkeit also des Wolfes, viele Beutetiere zu reißen in kürzester Zeit, bedeutet das, wenn der Wolf viele Tiere reißt, ist es für ihn sehr einfach, also zu diesen Unternehmen Zugang zu haben, weil die wenig beschützt sind oder nicht richtig beschützt sind. Wir haben eine Studie gemacht vor 15 Jahren über das Multiple Breeding, also weil wir viele Schafe haben, die gerissen werden, also vom Wolf, also was schon jahrelang nicht mehr der Fall ist. Also wir hatten hatten hier besonders vulnerable Unternehmen und Züchter, also ohne Hirten, ohne Herdenschutzhunde. Und bei einigen Situationen, und Sie wissen es, im Apennin gab es immer die Tradition des Hirten plus den Herdenschutzhund oder Herdenschutzhunde. Und die italienische Tradition, also des Schutzes der Herde, hat nicht nur mit dem Wolf zu tun. Die Schafe sollten geschützt werden, weil sie das wichtigste Vermögen einer Familie darstellten. Es waren die einzigen Tiere, also die Proteine lieferten in der armen Ernährung unserer Großeltern und Urgroßeltern mit dem Käse und die Präsenz des Hirten und des Hundes dienten, dieses Vermögen zu schützen, also diese Zuchtformen, die heute möglich sind von der gemeinschaftlichen Agrarpolitik, also war unverständlich für unsere Urgroßeltern, die hätten nie Rinder oder Pferde, also auf der freien Weide gehalten. Es sind Mechanismen, also die sie besser kennen als ich. Aber was wichtig ist, also wenn sowas passiert, das Multiple Killing, dass der Wolf einen einfachen Zugang gefunden hat, also die keine Strategie haben gegen Beutegreifer. Welche Situationen haben wir zum Beispiel? Das Multiple Killing bei Schafen haben wir gesehen, dass das waren alle Schafe, die nachts also zurückgeblieben sind. Auch bei Unternehmen, die ihre Tiere schützten, kann das vorkommen, dass einige Schafsgruppen einfach zurückgelassen wurden. Und die Wölfe hatten bei ihrer Durchwanderung des Territoriums diese einfachen Beutetiere gefunden. A che cosa serve? Wozu dient es, das zu verstehen? Also die Zäune allein sicher nicht den Schutz der Tiere, denn wenn es keinen Hirten gibt, keine Hunde gibt, Herdenschutzhunde, dann wird der Wolf früher oder später also die Möglichkeit finden, jegliche Einfriedung also zu unterwandern. Also das überrascht mich überhaupt nicht, also dass der Wolf, also wie Sie gesehen haben, auch Elektrozäune überwunden hat, sogar mit 5 oder mit 6 Litzen und richtig eingebaut. Es fehlt hier ein Element, und zwar die Überwachung. Also bei Rindern und bei Pferden ist das anders. Also wie wurden die gerissen? Wenn Sie die Dokumentarfilme sehen, also die nordamerikanischen Dokumentarfilme zu den Wölfen, und sie sehen eine Jagd, eine Hirschjagd in Nordamerika, dann gibt es besondere Angriffspunkte, also die Wölfe haben bei großen Beutetieren. Es ist nicht so einfach wie bei Schafen hier, aber es gibt hier Angriffspunkte, die sehr effektiv sind und das Beutetier am Boden halten oder zurückhalten. Und die hier wiederum ein Ergebnis der Anpassungsfähigkeit und der Entwicklung dieses Beutegreifers sind. Also dieselben Läsionen und Verletzungen, also die wir bei großen nordamerikanischen Hirschen finden, finden wir auch bei den Rindern und bei den Pferden in Europa.
Ci sono dei fattori predisponenti. Es gibt Faktoren natürlich, also die dafür verantwortlich sind. Also c'è bisogno di un gruppo, anche ganz besonders die Kooperation. Es braucht hier ein Rudel. Also in Nordamerika haben Forscher, sagen Forscher, dass ein effektives Beutegreifen also bereits mit 2 bis 3 Wölfen möglich ist. Es braucht hier keine großen Wolfsrudel. Aber es braucht wenigstens eine familiäre Gruppe, um ein großes Beutetier zu reißen. Aber die Faktoren, die hier ganz besonders wichtig sind und die zur Evolution des Wolfes gehören, sind die Präsenz also von jungen Tieren, also von zerstreuten Tieren, die also isoliert sind, oder aber für Tieren, die schwach sind mit chronischen Krankheiten, mit Fieberzuständen oder die hinken zum Beispiel. Und ein weiterer Faktor, das sind die Büsche natürlich ein Problem, also das im Mittelmeerbereich also sehr groß ist. Das Auflassen von Gebieten führt zu einer Verbuschung. Und in diesen Büschen also können die Tiere natürlich viel einfacher überfallen werden und gerissen werden vom Wolf. Das sind die Zeichen, die wir finden, auch bei unseren Tieren, bei Rindern und bei Pferden. Also, und wenn es sich um ein Kleintier handelt, ein Kalb zum Beispiel, dann haben wir natürlich auch die typischen Zeichen, also des Schafes, also ein Tier, also 30, 40 Kilogramm Tier, also sehr ähnlich. Aber wenn die Tiere größer sind, dann sieht man hier diese Zeichen. Also diese Bisse, die Sie hier sehen zum Beispiel, das sind Bisse, die natürlich Abschürfungen provozieren, also die nicht penetrant sind, also durchdringend sind und die Abschürfungen produzieren, und zwar rückwärtsgerichtet, das heißt um das Tier zurückzuhalten. Das sind also Zurückhaltebisse. Also bei Rindern und bei Pferden sieht man diese Bisse häufiger. Und das ist immer ein gut definierter Biss. Also nicht so präzise, also wie die Bisse am Hals bei Schafen. Denn natürlich auch also das Fell und des Rindes und des Pferdes ist viel dicker. Aber sie finden diese Läsionen typischerweise. Die finden sie. Sie finden sie auch am Hals, aber ganz besonders bei Kälbern, bei kleineren Kälbern. Und bei Großtieren, bei großen Rindern und bei Pferden hat die Evolution den Wolf gelehrt, also dass eine sehr wichtige Stelle zur vagalen Stimulation, also die Nase ist. Hierdurch also wird eine Vagusstimulation eingeleitet, wodurch die Tätigkeit also des Tieres gehemmt wird und eine Senkung des Schwerpunktes. Das führt dann dazu, dass das Tier fällt und dann angegriffen werden kann durch eine kooperative Aktion. Also was Sie hier sehen, ist auch hier ein sehr präziser Biss. Sotto il profilo evolutivo. Uno scopo molto simile a quello del morso alla. Also der Ziel ist sehr ähnlich wie der Biss am Hals des Schafes, eine Vagusstimulation und ein Töten des Tieres, also mit einer großen Leichtigkeit. Also Sie finden also diese Bisse des Zurückhaltens, also hinten, beziehungsweise Bisse an der Nase und am Maul bei Kälbern, wie in diesem Fall. Manchmal sehen Sie auch und finden Sie auch, dass diese Läsionen auch Verletzungen sind, dass Muskelteile ganz einfach abgebissen und abgerissen werden. Also manchmal, und man muss da vorsichtig sein, wie in diesem Fall, handelt sich hier nicht um einen Riss, sondern das sind Postmortem-Läsionen bei einem Tier, die aus anderen Gründen gestorben ist, also getötet wurde. Und das also als in der Nekrophagentätigkeit durch den Wolf genutzt wurde. E vedete,
Sie sehen, in einigen Fällen also sieht man sehr wohl diese Läsionen, also als ob es sich hier um Schafe handeln würde. In anderen Fällen also können Rinder auch nach längerer Zeit, nach mehreren Tagen wiedergefunden werden, denn die sind hier auf der freien Weide, aber wir verstehen aufgrund der Läsionen auch bei Tierkadavern, dass das ein Wolfsriss war. Also und es wird hier die Entschädigung in die Wege geleitet. Also die Weiden für die Rinder und die Pferde sind in diesem Fall fast nie eingezäunt. Und daher ist wichtig, also dass wir mit unseren Hirten vereinbaren, dass die Fohlen bzw. die Kälber also nicht auf der Weide geboren werden, also, sondern in einem Ferch, also damit die Nähe der adulten Tiere zu den Kälbern bzw. den Fohlen eine gewisse Sicherheit bietet, also gegen Beutegreifer. Denn was hier sehr häufig der Fall ist, also wenn das Kalb der Mutter nahe ist bzw. der Gruppe, dann wird es sehr selten der Fall sein, dass das Kalb in der Herde gerissen wird. Aber wenn das Kalb allein bleibt, sich zerstreut, also ganz besonders bei buschigen Weiden, dann ist der Riss durch den Wolf sehr einfach. Und dasselbe gilt für die Fohlen, natürlich die kleinen Fohlen, also die werden gerissen, ganz besonders, wenn sie zerstreut sind und wenn sie weg von der Gruppe sind. Welche Empfehlungen haben wir also? Die Empfehlungen, die wir geben, also zusammen unseren, wir hören unseren Partnern, also den Hirten, zu und geben ihnen Informationen. Also, denn wir machen ein Monitoring der Wölfe durch die Halsbandsender und das ist meist eine Hilfe auch für die Forschung, die wir machen, aber häufig auch eine Hilfe für unsere Hirten. Welche Zugänglichkeit für den Wolf haben wir? Natürlich, wenn Tiere auf der Weide ohne Einfriedung ihr Gebiet erweitern können. Wenn die Gruppe sich zerstreut, dann ist die antiprädatorische Kapazität rückgängig natürlich. Kritische Werte, wie auch Sie das richtigerweise gesagt und beobachtet haben, das sind ist der Zeitraum nach der Geburt. Also wenn die Kälber zum Beispiel an einem Busch gelassen werden und die Mütter entfernen sich, und dann ist im ersten, zweiten und dritten Monat ist das Kalb immer mit der Mutter. Und dann beginnt nach dem vierten, fünften, sechsten Monat ist das Kalb also selbstständig. Und hier ist die Vulnerabilität hoch. Das Kalb ist noch nicht ausreichend groß, verhält sich aber selbstständig und autonom im Vergleich zur Mutter und ist daher über nicht gesichert. Wir haben bei einigen Rudeln gemerkt, obwohl sie wenige Risse haben bei Rindern und Pferden, haben sie im Laufe der Jahre gelernt, ein geeignetes Rissverhalten zu zeigen bei Rindern und Pferden. Also sie zerstreuen die Gruppe, um Jungtiere zu isolieren. Und bei uns ist der Elektrozaun verwendet nicht so sehr, um den Zugang eben des Wolfes zu vermeiden, sondern ganz besonders, um die Gruppen von Adulten zusammenzuhalten und zu gewährleisten, dass die Fohlen und die Kälber in der Mitte der Adultengruppe sich aufhalten. Auch das beobachtet man in der Natur bei vielen die Moschusochsen zum Beispiel, also die eine große prädatorische Kapazität haben, zeigt sich das auch bei alten Pferderassen, die nach verschiedenen Riss
Rissen von Seiten des Wolfes sich in der Nacht, also so im Ring aufstellten und die Fohlen in der Mitte hielten. Das ist die antiprädatorische Fähigkeit, also der Herbivoren, die unsere Tiere, die Rinder und Pferde im Laufe der Evolution verloren haben. Es gibt einen Riesenunterschied also zwischen der antiprädatorischen Kapazität eines primitiven Rindes, eines alten Rinderrasse, wie hier, also im südlichen Apennin, und einer friesischen Milchkuh, also die sehr selektioniert ist und alle Charaktere ihrer antiprädatorischen Strategien eben verloren hat. Also sie ist also viel vulnerabler als eine Gruppe von primitiven Rindern, die noch eine starke antiprädatorische Kapazität beibehalten haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, Simone Angelucci, ganz, ganz herzlichen Dank für den spannenden Vortrag und die Einblicke aus dem Majella Nationalpark. Jetzt haben wir schon ein paar Fragen. Und zwar der Herr Renner hat zwei Fragen. Also zuerst zwei Fragen auf Deutsch. Nach wie vielen Tagen kommen die Leitwölfe wieder zurück, quasi an den Ort, wo sie zum letzten Mal erfasst wurden, quasi die Wölfe, die besendet waren? Also nach wie vielen Tagen werden sie speziell quasi wieder am gleichen Ort festgestellt, ob das überhaupt möglich ist, genau. Und die zweite, wurde bei den Rissen im Projektgebiet der Zustand des Knochenmarks analysiert, um beispielsweise den Fitnesszustand der Beutetiere zu beurteilen? Forse delle prede. Sì, sì. Okay. Allora, nei branchi che abbiamo. Bei den Rudeln. Also die erste Antwort ist nicht einfach, aber ich versuche sie zu geben, denn wir haben verschiedene Rudel mehrere Jahre lang überwacht und besendet. La ricognizione del territorio. Also die Erkundung des Territoriums ist abhängig von der Jahreszeit natürlich, von der Phasen des biologischen Zyklus, also des Wolfs, und von der Größe des Territoriums. Gewöhnlich geht diese Zeit also von einmal wöchentlich, also einmal alle zwei Wochen, abgesehen von einigen Ausnahmen. Wir haben aber auch festgestellt, dass ein Rückgang der Überwachung, also wie zum Beispiel bei Schafen, dass zum Beispiel ein Hund weniger eine trächtige Hündin, also dass die Wölfe verstehen das sofort, und wir haben daher Risse, also bei gut überwachten Herden, aber zwei Nächte lang waren die Hunde nicht dort und sie wurden dann gerissen. Wurden dann Tiere gerissen? Also die zweite Frage, ich kann mich an die zweite Frage nicht mehr erinnern. Bitte die zweite Frage nochmal wiederholen. Das mache ich gerne. Wurde bei den Tieren auch das Knochenmark untersucht oder allgemein Gesundheitsparameter, um den... Ja. Na, in Wirklichkeit, also greifen wir eigentlich sofort ein, also innerhalb von 24 Stunden, also nach Auffinden des Kadavers, und die Nekroskopie, durch Nekroskopie stellen wir sofort den Gesundheitszustand fest, und der Großteil der Tiere ist in einem äußerst guten Zustand. Ich habe hier das Beispiel gebracht von kranken Tieren, weil das natürlich eine günstige Gelegenheit ist, also für den Wolf. Also
Also zum Beispiel bei adulten Tieren können das die letzten Tage der Schwangerschaft sein, aber sonst sind sie meist in einem äußerst guten Zustand. Mhm. Dankeschön. Und dann haben wir jetzt eine Handmeldung vom Ettore Mozzetti und ich gehe mal davon aus, dass er auf Italienisch seine Frage stellen wird. Also bitte den Ettore Mozzetti freigeben, das Mikrofon freigeben, dass er seine Frage auf Italienisch stellen kann. Das Mikrofon. Chiedo scusa, ma probabilmente l'ho alzata involontariamente. Nee, ich muss mich entschuldigen. Wahrscheinlich war es war unfreiwillig. Ich habe keine Frage. Es okay. War ein Fehler von mir, dass ich die Hand gehoben habe. Kein Problem. Ja, gibt es weitere Fragen an den Angelucci? Dann habe ich noch zwei Fragen. Ich habe vor kurzem einen Vortrag gehört, da wird gesagt, in Italien ist der Wolf zwar geschützt, aber es wird viel gewildert. Und dadurch behält der Wolf seine natürliche Scheu auch gegenüber dem Menschen bei. Was ist an dieser Aussage dran? Ja, dazu kann ich sagen, dass wir, Max weiß, dass denn er kommt oft zu uns, er kommt uns oft besuchen, wir arbeiten sehr viel an Untersuchungen, also von Wilderei. Es wird sehr viel gewildert, aber das heißt nicht, dass die Wölfe immer eine natürliche Furcht haben vor den Menschen. Italien ist auch eines der Gebiete, wo eine sehr enge Verbindung zwischen Mensch und Wolf besteht und wo schon sehr viele Problemwölfe gibt, also die auch Vertrauen gefasst haben zum Menschen und auch sehr kritische Interaktionen. Also was ich dazu sagen kann ist, und ich glaube, hier im Rechten zu sein, also dort, wo es konsolidierte Rudel gibt, also wie in Schutzgebieten, und die ungestört sind seit vielen Jahren, diese Rudel sind in der Lage, also Wildtiere zu reißen und haben sehr wenig also mit den anthropischen Strukturen zu tun, in den Hügelgebieten und in periurbanen Gebieten, also wo es Einzeltiere gibt, also streunende Tiere, dann ist es wahrscheinlicher, dass diese Tiere die Möglichkeit haben, also eine Interaktion, kritische Interaktionen zu haben zum Menschen. Denn häufig also sind sie nicht in der Lage, sich nur von Wildtieren zu ernähren. Und oft also suchen sie Nahrung in vom Menschen besiedelten Gebieten. Also man muss hier sehr aufpassen und die Evolution dieser Prozesse eben zu untersuchen, was sich hier geändert hat. Es stimmt, dass in Italien sehr viel Wilderei betrieben wird, aber was sich hier geändert hat, ist auch die Sensibilität der Personen, der Menschen. Denn manchmal haben wir also Tiere in unter Menschen und viele Menschen sagen uns, also wir könnten die sogar fangen, aber viele Menschen sagen uns, lasst die in Ruhe. Wilderei gibt es, aber ebenso wahr ist es, dass eine starke Sensibilität besteht in der Zwischenzeit. Eine tierfördernde Sensibilität, also die manchmal dazu führt, dass Wölfe wie Pets behandelt werden, wie Kuscheltiere, Haustiere und so weiter. Das ist ein komplexes Thema in unserer Gesellschaft. Ja. Okay, dann der Herr Thielmann, für ihn war die Frage noch nicht ganz klar, also jetzt noch mal eine Frage auf Deutsch, nach wie vielen Tagen der Wolf wieder zum Rissort zurückkehrt. Also wenn er erfolgreich war,
wann kommt er wieder zurück? Aber so wie ich es verstanden habe, kommt es einfach auch darauf an, wie ungestört er da in dem Bereich ist, oder? Na, er kommt nicht mehr dahin zurück, weil wir die Kadaver eben beseitigen. Aber die Kadaver also müssen sofort also beseitigt werden oder vergraben werden. Die Frage ist richtig, denn in einem natürlichen Kontext, wenn er ungestört, also da wird das Tier sofort zurückkehren und seine Beute konsumieren, also mit dem Rudel. Aber hier gibt es ja Kontrolle, dann wird der Kadaver beseitigt, vergraben und so weiter. Da kehrt der Wolf nicht zurück. Acquisizione dal lupo che la predazione è andata male perché l'uomo ha tolto la carcassa. Non so se mi spiego. Gut, also Simone Angelucci, ganz, ganz herzlichen Dank für den Vortrag. Herzliche Grüße in Majella Nationalpark. Genau, bis zum nächsten Mal. Dankeschön.